Hallihallo, liebe Leute. Weiter geht's mit Outlast. Das Ganze hier ist schon wieder so eine Verfolgungsjagd. Ich muss weg. Und Junge, der ist ein richtiger Marathonläufer, wenn er will. Folgen Sie mir. Mal hier hoch und da muss ich dann gleich den Sprung wagen. Ich bin nur leider erschöpft. Yes. Wo jetzt lang? Ja, und jetzt? Jetzt, was mache ich jetzt? Ah, hier. Ah, hier. Ich hab's. Okay. Sesam, öffne dich. Abgeschlossen haben wir auch schon mal. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. So, was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Scheiße. Los raus hier. Lauter Kindersärge hier. Schon wieder das Evangelium von Knot. Also gürtet eure Lenden, jene, die mich hören wollen. Bereitet euren Verstand, seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder. Ihren Eltern, wie Eltern, den Propheten, wie Propheten, dem Herrn und seinen Engeln. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich durch unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferung eurer Väter. Gezeugt nicht von unbeflecktem Blut, die Linie Adams war bei Kain nicht mehr zu erretten, der beschnitten war, doch stahlsig, unbeschnitten im Herzen und eures Vaters Lust schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweiht die Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth und von Abu al-Qasim, Muhammad ibn Abd Allah, ibn Abd Abmutabli ibn Hashim, ihr verdammten Juden, ihr verdammten Christen, ihr verdammten Moslems, die ihr Verdammnis sät und auf die Ernte wartet, aber hört nicht das eitle Gerede eurer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht. Und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnenäugigen Lamms, des Feindes, den ungeborenen Prinz der Lügen. Für seinen Glauben wurde ihm offenbart, seid heilig, da ich es bin. Das ist einfach nur Bullshit. Wieso kommt man da eigentlich nicht raus? Jetzt hier eigentlich irgendwas übersehen? Ich glaube nicht. Nee. Lass mich bloß in Ruhe, alte Frau. Muss ich hier aber wohl doch wieder raus. Boah. Der hat mich aber erschrocken hier, der Junge. What's that?
Ach, hier. Da waren wir drin. Okay. Von der Größe ist sie auch so ungefähr so... Oh. Shit. Der lebt. Der wird mich verfolgen. Mal wetten. Ach du Scheiße. Okay, dann wollen wir mal. Oh, for fuck's sake, warum muss es denn immer Mais sein? Ich glaube, die Irre ist auch wieder hier irgendwo. Das hier könnten die Minen sein. Nee. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass das so klingt, als ob wir wieder verfolgt werden. Als ob wir wieder verfolgt werden. Was ist denn dieses Kurbelrad hier? Ah, oh, come on, lass mich doch in Ruhe, diese dämliche Scheißmucke, ne? Muss ich hier wieder hoch? Ja. That should do the trick. Das sollte klappen, was? Verstehe ich nicht. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich hätte hier hochgehen müssen, aber ich weiß nicht, wie ich da... Hä? For fuck's sake, was wollt ihr denn von mir? Mistkerle. Ach so, jetzt hab ich's. Ich muss das Rad aufhalten. Damit ich da hinten weiter kann. Lass mich in Ruhe. Scheißkerl. Ich weiß halt nur nicht, was ich jetzt hier machen soll. Keine Ahnung. No idea.
Nur darauf achten, was er sagt. Also hier. Kann ich denn durchkriechen? Ah, ich hab's jetzt verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Got it. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie hieß das doch? Boah, Alter, mit diesem komischen... Da haben sie jetzt auch mit diesem komischen Bass, oder was das ist, diese Gitarre, die muss immer einmal dran zupfen. Da haben sie auch echt den Vogel mit abgeschossen, ne? Also... sehr höllenunheimlich. So. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das Target jetzt sein soll. Jetzt haben wir auf jeden Fall gespeichert. Folgen wir einfach mal dem Weg hier. Jetzt keine Ahnung, wo ich lang muss. Nein, die Irre schon wieder. Jetzt geht das schon wieder. Das ist annoying. Das ist richtig annoying. Guck mal, es macht gar keinen Unterschied, ob mit oder ohne. Ich habe das Gefühl, ohne... Oh, da. Hi, Baby. Komm. Mehr hast du nicht drauf. Du musst der Angst ins Auge blicken. Drei Schläge habe ich schon ausgehalten. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Der hat auch eine schöne Waffe. Das macht sie bevorzugt. Immer schön in die Weichteile. Alter, der Schrapnell, ja, du. Ach, komm mal. Das war auch falsch. Muss ich nicht in diese Richtung? Ich bin gerade gar nicht sicher. Finde ich übrigens nicht gruselig. Ich fand den anderen Kerl viel schlimmer in Outlast 1. Da kann man ja eindeutig eine gewisse Methodik dran erkennen. Einen Haken. Ich habe das Gefühl, der Haken ist in der Richtung, wo die Irre ist. Mit Sicherheit. Ich finde hier jetzt auch gerade... Hier muss es halt irgendwo einen Haken geben.
Jetzt macht mich das schon wieder nervös. Die Tatsache, dass die Olle hier irgendwo in der Nähe ist. Meat hung to cure. Hooks through their Achilles tendons. Aber das sind besagte Haken, ne? Oh, Jesus. I should have prayed for refrigeration. Es sind besagte Haken. Ne, hier. Doch hier. Okay. Da soll ich doch mal ein. Sehr schön, jetzt müssen wir nur noch zurückfinden. Das ist jetzt das Ziel. Aber liebe Leute, ich kann euch eins sagen. Das ist nicht mehr das Ziel für heute. Das ist ein schöner Spot. Um hier zu pausieren, in dieser gemütlichen Atmosphäre. Also mit dem Gedanken, dass draußen wieder die Irre mit der Spitzhacke ist, kann ich doch hier wirklich wohlbehütet Pause machen. Die nächsten paar Stunden wird er hier wohl auch so aushalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Irre hier in diesen Saustall gehen würde, aber wer weiß das schon. Liebe Leute, morgen geht's weiter, macht's gut, bis dahin, ciao.